Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Money Talk und ich habe mir natürlich einen ganz tollen Gast wieder eingeladen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Christian Röhl ist heute Morgen bei mir und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und vielleicht denkt der ein oder andere, das ist ja jetzt hier klassisches Clickbait, wenn ich sage, ist die EZB irre geworden? Also so eine Headline, wo jeder jetzt auch draufklicken will. Aber die Frage wollen wir uns heute tatsächlich mal ein wenig genauer anschauen. Denn obwohl die EZB jetzt vielleicht noch nicht an der Zinsschraube dreht, Christian, hat sie ja ganz deutlich signalisiert, dass es mit den Zinsen aufwärts geht. Wie schätzt du das ein? Ja, guten Morgen, liebe Carola. Also die Frage, ob die EZB irre geworden ist, die würde ich mir gar nicht speziell heute stellen, sondern die Frage hat man sich eigentlich in den letzten Wochen, vor allen Dingen Monaten gestellt, insbesondere wenn man die Kommunikation im Hinblick auf steigende Inflationsraten gesehen hat. Die EZB hat lange Zeit die Inflation überhaupt nicht sehen wollen. Dann hat man sie, ähnlich wie anfangs auch Powell in den USA an der Fed, kleingeredet. Ja, das ist vorübergehend. Das sind Basiseffekte. Ja, und jetzt läuft man im Grunde der Inflationsrate hinterher, wobei es für die EZB in der Situation jetzt extrem schwierig ist. Wir haben ja hier in Europa eine andere Art von Inflation als in den USA. Wir haben hier insbesondere die durch den Ukraine-Krieg induzierte Energiepreisinflation, die natürlich verschlimmert wird dadurch, dass Öl in US-Dollar abgerechnet wird und der Euro-US-Dollar tendenziell in den letzten Monaten sich in die für uns falsche Richtung entwickelt hat, wenn wir in den USA halt diese überschäumende Wirtschaft haben. Da sieht die EZB schlecht aus. Also ich tue mich schwer, heute Kritik an der EZB zu üben. Ich würde die Kritik eher mal auf die letzten 12 Monate beziehen. Ja, und zwar wollen wir ganz kurz mal beleuchten. Also die EZB hat ja die Aufgabe der Preisstabilität. Wir diskutieren ja auch immer wieder in den letzten Jahren, nicht nur bei der Europäischen Zentralbank, sondern auch bei der amerikanischen Fed, inwieweit die sich auch in die Konjunktur einmischen. Aber jetzt sagen wir mal die Preisstabilität. Und die haben also einen Korridor, die sagen, 2% Inflation wollen sie eigentlich so ungefähr haben. Und jetzt sind wir bei 8,1 oder so ähnlich. Also der Umstand, dass man diese Inflation nicht gesehen haben will in den letzten Monaten, das kann man wirklich nicht so ganz nachvollziehen, denn das war quasi mit Ansage. Also das haben wir ja wirklich beobachten können. Wenn ich da kurz einhaken darf, und das ist ja quasi auch aus dem Sprüchekästlein der Volkswirtschaftler und Notenbanker bestens bekannt, wenn wir uns erinnern an den legendären Bundesbankpräsidenten Karl Otto Pöhl, der später dann persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Saal-Oppenheim, Gott hab es selig, wurde, der hatte schon bei Amtsantritt in den 80er Jahren das geflügelte Wort geprägt, dass Inflation sei wie Zahnpasta. Und wenn sie einmal draußen ist aus der Tube, ist es wahnsinnig schwer, sie wieder reinzukriegen. Und deshalb drücke man doch bitte erst gar nicht so stark auf die Tube. Nur genau das ist ja das, was die EZB eigentlich eine Dekade lang gemacht hat, seit Mario Draghi damals seine legendäre Rede "Whatever it takes" gehalten hat, hat man ja versucht, die Wirtschaft zu stimulieren, um damit auch den Euro irgendwie zusammenzuhalten. Und man darf sich nicht wundern, ja, man hat über Jahre hinweg Geld gedruckt, man hat Geld unter die Leute gebracht mit Anleihe, Aufkaufprogrammen, die von der Wirkung her viel drastischer waren als die ja doch bisweilen eher symbolischen Zinsschritte. Und es hat lange nichts funktioniert in diese Richtung. Es ist keine Inflation gekommen. Aber dann hatten wir halt einen Katalysator namens Corona. Und dann ist es eben doch passiert. Und leider hat sich das, was Pöhl uns schon beigebracht hat, ins kleine Handbuch für Notenbanker und Geldpolitik, sich dann doch wieder bewahrheitet. Wäre auch eine schöne Headline jetzt hier für das Thema, ja, die Zahnpasta aus der Tube gedrückt beim Thema Inflation. Aber wir haben das ja nicht nur in Europa gesehen. Also wir haben ja auch in Amerika die Zeit des billigen Geldes gehabt. Und die wurde jetzt schon ein wenig beendet. Also da geht es ja schon los mit den Zinsschritten. Glaubst du denn jetzt, dass die EZB dann im Sommer tatsächlich auch mit Zinsschritten anfängt, weil das, was sie jetzt vorbereitet, ist ja auch wie in Amerika erstmal keine weiteren Anleihekäufe, also keine weiteren Geldspritzen jetzt aktiv reinzugeben. Die EZB hat ja, oder die Zentralbanken grundsätzlich haben ja so einen gewissen Medizinkasten, den sie mitbringen, mit dem sie dann Maßnahmen ergreifen können. Also da wird es jetzt wahrscheinlich erstmal diese
Anleihekäufe nicht mehr geben. Wann kommt denn der erste Zinsschritt? Was glaubst du? Einfach nur mal als symbolischen Moment. Oh, ich tue mich da extrem schwer immer mit Prognosen, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, und ich prognostiziere keine Aktienkäufe und sicherlich auch keine Zinsschritte. Ich glaube nur, es müssen Zinsschritte erfolgen. Die makroökonomische Wirkung eines Zinsschritts jetzt von 50 Basispunkten oder von diesem Niveau ausgehend, selbst von 100 Basispunkten, die ist natürlich äußerst überschaubar. Aber die Zinserhöhung hätte einfach eine Symbolwirkung, nämlich dass die EZB ihr Mandat der Preisstabilität doch nicht ganz vergessen hat. Und da geht es einfach um Glaubwürdigkeit einer Zentralbank. Wenn wir auf die wirkliche Wirkung an den Märkten schauen, ist das Zurückfahren der Anleihekäufe, also die Verkürzung der Zentralbankbilanzsumme, das viel wichtigere Thema. So, aber dann kommen wir mal auf die Frage zu sprechen, was das eigentlich für eine Wirkung haben kann. Denn tatsächlich, selbst wenn die EZB die Zinsen jetzt deutlich erhöht, an den Energiepreisen kann sie ja nun überhaupt nichts machen. Also sie ist da auch in einem größeren Dilemma, dass tatsächlich jetzt durch den Krieg in der Ukraine und auch noch die Auswirkungen vielleicht von Corona, wir sehen ja Lieferengpässe, wir sehen ja wirklich Probleme, wirtschaftliche Probleme, sodass ein Zinsschritt möglicherweise kontraproduktiv ist. Ja, also der Handlungsspielraum ist tatsächlich eingeschränkt. Was man gegen die Energiepreisinflation natürlich tun kann, und das spiegelt dann sich auch auf der Zinsseite wider, ist eben der Währung etwas mehr Stabilität zu geben. Denn der schwache Euro sorgt natürlich dafür, dass die steigenden Energiepreise, weil wir in US-Dollar dort abrechnen, noch stärker durchschlagen hier auf die Inflation, während das in den USA etwas dämpft. Also wenn wir eine etwas stärkere Währung hätten und vielleicht bei 1,15 wären oder wieder bei 1,20, dann wäre das schon ganz glücklich aus dieser Perspektive. Es hätte natürlich auch wieder andere Nachteile, aber so ist das eben mit Währungsrelationen. Ansonsten ja, wir dürfen nicht vergessen, dass die rezessiven Risiken deutlich gestiegen sind, aber eine Rezession, auch das ist leider eine Binsenweisheit, gehört mit zum Wirtschaftszyklus dazu. Und man kann natürlich immer versuchen, eine Rezession so lange wie möglich hinauszuzögern um einen abenteuerlichen Preis. Vielleicht wäre eine Rezession aber auch im Rahmen einer sanften Landung recht hilfreich, in den USA insbesondere, weil wir dort eben einfach eine Wirtschaft haben, die weitgehend überhitzt war. Und eine sanfte Landung, das ist dann der nächste Punkt, wie mit der Zahnpasta, das kriegen meistens die Notenbanker eben auch nicht hin. Also das geht immer in die eine oder in die andere Richtung zu stark. Also wir haben ja jetzt schon tatsächlich in den Diskussionen diese Zinserhöhung, die nächsten, so ein bisschen eingepreist. Also jeder geht jetzt eigentlich davon aus. Könntest du dir denn vorstellen, dass die Notenbanken, also sowohl in Europa als auch in Amerika, dann vielleicht doch wieder einen Rückzieher machen? Denn wir hatten das ja schon mal. Die Frau Yellen hatte das ja auch damals versucht, Geld aus dem Markt zu ziehen und ist dann eigentlich wieder zurückgerudert, weil sie gesehen hat, wie negativ die Auswirkungen waren. Jetzt haben wir das ja ganz ähnlich. Ich meine, die Börse ist seit Anfang des Jahres, sind die Börsen auf dem Rückzug und so richtig Stimmung kommt da auch nicht mehr auf. Jetzt kann man sagen, war auch vorher überhitzt, aber nichtsdestotrotz ist das ja dann auch wieder so eine self-fulfilling prophecy. Also es geht jetzt im Grunde immer weiter abwärts. Keiner traut sich mehr so richtig rein. Nein, also du musst da, glaube ich, sehr stark unterscheiden zwischen den USA und Europa. Wir haben in den USA wirklich die Situation, dass wir einen ungeheuren Wirtschaftsboom haben und dass dieser Wirtschaftsboom natürlich auch getragen wird vom Konsum, weil Leute reich sind und sich reich fühlen. Und deswegen geben sie Geld für alles Mögliche aus und das schlägt einfach dort auf die Inflationszahlen durch, weil entsprechend die Nachfrage auf ein ja durch Lieferketten reduziertes Angebot trifft. Und da musst du natürlich auch was machen an diesem Gefühl, reich zu sein. Und das ist leider so, wenn du in den USA die Inflation auflösen willst, musst du diesen legendären Fatput auf die Aktienmärkte rausnehmen, sondern du musst als Zentralbank es zulassen, dass Aktienmärkte fallen und Leute nicht mehr das Gefühl haben, reich zu sein. Das ist natürlich gesellschaftlich eine richtig schwierige Kiste. Das kann dann in Szenario laufen wie in den 70er Jahren. Es muss nicht, aber das ist auf jeden Fall das Risiko. In Europa haben wir halt wirklich das Problem dagegen, dass die Wirtschaft über all die Jahre, in denen sie mit billigem Geld geflutet wurde, nicht wirklich angesprungen ist, sondern die Wachstumsraten sehr mau sind, wir nach wie vor immense strukturelle Probleme haben und dass der Euroraum auch in der Welt keine Glaubwürdigkeit genießt.
ist. Insofern ist meiner Ansicht nach hier der Spielraum einer Zentralbank noch geringer, eben weil sie sich durch die Politik der letzten Jahre eine ganze Reihe von Möglichkeiten genommen hat, die eben Glaubwürdigkeit bedingen würden. Bei all dem EZB-Bashing darf man natürlich nicht vergessen, was wäre die Alternative dazu gewesen? Wahrscheinlich wäre es gewesen, schon 2011, 2012, 2013 oder spätestens 2015 die Eurozone in dieser Form nicht weiterzuführen, sondern aufzubrechen, zumindest das eine oder andere Land aus der Eurozone herauszunehmen. Das wären natürlich damals auch immense Schockwellen gewesen. Man hat sich Zeit gekauft, aber diese Zeit nicht für Strukturreform genutzt. Deswegen kommt es jetzt alles umso stärker wieder. Gab ja auch immer mal die Idee, dass nicht irgendein Land aus dem Euro rausgeht, sondern dass Deutschland aus dem Euro rausgeht und die anderen einfach drin lässt. Also das war ja auch mal eine Überlegung. Aber dieses Fass machen wir jetzt nicht auf, Christian. Das wäre auch noch großartiges Clickbait, ja, wenn wir das Fass aufmachen. Das machen wir ein andermal, ja, da brauchen wir einen neuen Thumbnail. Das ist typisch in Deutschland, ja. Also wenn du natürlich in Deutschland eine Veranstaltung machst und du gehst rein und du machst ein paar schlechte Witze über die EZB, du hast sofort den ganzen Saal hinter dir, ja. Heute Abend eine Veranstaltung in Frankfurt mit 300 Gästen und ich werde das da wieder testen. In den USA wäre das völlig unmöglich, ja, wenn du 300 Leute vor dir hast und du wetterst gegen den Dollar, dann buhen sie dich aus. Aber das ist nun mal hier das Klima und da muss man sagen, da ist sehr viel Populismus dabei, aber die EZB hat halt in den vergangenen 10 Jahren genauso wie die Politik sehr, sehr viele offene Flanken geschaffen. So, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich jetzt zum Ende hin von dir auch noch wissen, wie du dich denn jetzt positionierst. Also ich weiß ja, du hast auch europäische Aktien in deinem Depot. Du liebst ja, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, auch Luxusaktien. Naja. Und da gibt es ja eben die großen Unternehmen hier auch in Europa. Also wie positionierst du dich jetzt wieder an der Stelle für alle, die zuschauen? Keine Anlageberatung, sondern wir wollen nur mal hören, was der Christian jetzt aktuell macht, wenn die Situation denn so verfahren ist. Gar nicht anders als sonst. Ich mache überhaupt nichts. Ja, also ich bin momentan komplett passiv, schau mir das an, weil ich mich für die denkbaren Szenarien ausreichend gerüstet fühle, insbesondere mit einem breit diversifizierten Aktienportfolio, sowohl USA als auch Euro, sowie dann über Fonds auch Japan und Asien, plus eine ordentliche Cashquote, die eine oder andere Beteiligung und Immobilie dazu. Also ich sehe da nicht so wirklich den Handlungsbedarf, da jetzt etwas zu machen. Wichtig ist mir, dass ich die Freiheit habe, zur Not schnell agieren zu können, wenn sich Opportunitäten auftun, wenn ich also wirklich an den Märkten Schnäppchenpreise sehe. Nur da muss ich sagen, das ist noch nicht der Fall. Das ist das Letzte, was ich gemacht habe. Ich habe ein bisschen im High-Growth-Bereich aufgestockt bei Fonds, weil die Bewertungen da wirklich inzwischen sehr, sehr stark gefallen sind. Ob das der Boden ist, weiß man hinterher immer. Aber du hast jetzt angesprochen, zum Beispiel diese Luxusaktien. Also eine Louis Vuitton hat dieses Jahr 16% verloren, eine Hermes etwa 25, eine Kering auch ungefähr, die Muttergesellschaft von Gucci. Das ist jetzt billiger, aber wenn ich das fundamental sehe, ich habe gerade diese Woche eine große Analyse dazu mit Horst von Butler bei Aktien fürs Leben im Podcast gemacht, dann muss ich sagen, das sind vielleicht Preise, wo jemand, der noch keine Position hat, reingehen kann, aber ich sehe noch nicht da diesen Irrsinn in den Bewertungen, dass ich sage, oh, das ist jetzt so niedrig, da muss ich jetzt die Kohle reinknallen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in den nächsten 12 Monaten auch bei etablierten Unternehmen eben nicht nur im Tech-Bereich Bewertungen sehen könnten, bei denen man sagt, naja, also das ist aber jetzt wirklich bar jeder Vernunft, das ist zu günstig, da muss man zugreifen und für den Fall sage ich ja immer, Cash ist eben nicht Trash, wie Ray Dalio uns glauben machen möchte, sondern in der richtigen Dosierung und mit einem Approach, sich auf die Lauer zu legen, ist Cash einfach Flexibilität und Freiheit. 100% Cash ist Unsinn, 0% Cash braucht sehr, sehr gute Nerven. So, und Cash, das ist auch nochmal ein Thema, das man mal angehen kann, denn das kriegen wir bald gar nicht mehr, weil die ganzen Geldautomaten abgebaut werden. Also, aber das machen wir auch nicht heute als Aufreger. Christian, naja, also ich meine ja Cash, also wohlgemerkt, jetzt nicht das Cash unterm Kopfkissen, sondern ich meine natürlich Anlageliquidität auf dem Konto, wo jetzt ja ein bisschen der Druck rauskommt, man muss nicht mehr x Banken haben, um das Geld zu verteilen, damit man bloß keine Strafzinsen zahlt.
Und ich bin ja auch der Meinung, also ich zahle lieber für Weingeld, bevor ich irgendetwas mache, was nicht in meine Allokation passt, bevor ich ein schlechtes Gefühl habe, bevor ich mir die Freiheit nehme. Aber also wer ein breit diversifiziertes Depot hat, ja, ich meine, warum sollte der sich denn jetzt großartige Sorgen machen? Nur weil es mal wieder heißt, es war noch nie eine Krise und eine Situation so schlimm wie die momentane. Hey, also das, ich bin ja jetzt auch, Carola, wir kennen uns seit über 20 Jahren, ja, was haben wir in den Zeiten alles schon gemeinsam an den Märkten erlebt, ja, Long-Term Capital Management, Asienkrise, 98, der 11. September, die Finanzkrise, die Eurokrise, Corona und jede Krise, es war immer gerade die schlimmste, weil es alles noch nicht da gewesen war, aber irgendwann ging es dann doch irgendwie weiter und solange man keine allzu gezielten Wetten hat und nur irgendwie von ein, zwei Risikofaktoren abhängig ist, sondern ein bisschen breiter sich aufgestellt hat, sollte man doch mal dieses Sirenengeheul auch der Banker, die jetzt so in den Dirk-Müller-Modus geschaltet haben, ein bisschen muten. Das ist ein schönes Schlusswort. Und der Dirk Müller kommt hoffentlich auch bald mal hier auf den Kanal, denn jetzt möchte ich doch gerne mal mit ihm reden. Der ist ja eben in diesem Krisenmodus seit Jahren, ja, und hat damit ja doch viel Geld auch der Anleger verbraten, zumindest zeitweise. Also ich will mal sehen, wie es dem jetzt geht. Also den lade ich als nächstes ein. Aber ich freue mich, dass du heute da warst. Ich danke dir für diese aufmunternden Worte, denn es sind doch viele Neubörsianer auch mit dabei, die vielleicht noch nicht die ganzen Krisen erlebt haben wie wir und die jetzt ein bisschen nervös werden und sagen, was mache ich nur, Aktien sind doof. Nein, Aktien sind ganz toll und genau wie du sagst, man sollte eigentlich sein Depot so aufgestellt haben, dass man durch solche Zeiten durchkommt und ganz im Gegenteil die ein oder andere Chance dann auch nutzen kann, nachzukaufen. Danke dir erstmal, ich entlasse dich nach Frankfurt zu deinen 300 Gästen und unterhalte sie gut. Wir hören uns ganz bald wieder. Bye, bye. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss.